Die Schilddrüsenüberfunktion der Katze, die feline Hyperthyreose, ist eine häufige Erkrankung, vor allem bei älteren Katzen. Auch unsere Dolly hat es seinerzeit erwischt und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie viele Fragezeichen ich im Kopf hatte, als wir die Diagnose bekommen haben. Umso mehr freue ich mich, in dieser Podcast-Folge mit Dr. Katharina Hatzuchowa sprechen zu können. Sie arbeitet als Oberärztin in der Klinik für Kleintiere der Universität Gießen und kann dort sämtliche Behandlungsmethoden einsetzen. Dementsprechend verfügt sie über umfassende Erfahrung, die sie in dieser Podcast-Folge mit uns teilt. Wir sprechen nicht nur über die Entstehung, Diagnose und Therapieform der Schilddrüsenüberfunktion, sondern auch über alltägliche Hürden und mögliche Fehler der Behandlung durch uns Katzenhalter, sowie Nebenwirkungen und natürlich auch über die Radiojodtherapie. Viel Spaß beim Anhören! Der Miau-Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau-Katzen-Podcast. Ich habe heute zu Gast die Katharina Hatzuchowa. Katharina ist Tierärztin und Spezialistin für innere Medizin der Kleintiere. Seit 2020 arbeitet sie als Oberärztin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Und neben weiteren Spezialgebieten gilt ihr besonderes Interesse der Schilddrüsenerkrankung bei Katzen. Und genau deshalb habe ich sie mir hier eingeladen. Herzlich willkommen, Katharina. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr und vielen lieben Dank für die Einladung. Das Thema Schilddrüse ist für uns Katzenhalter so ein bisschen im Hinterkopf, weil wir alle schon mal gehört haben, dass Katzen das gerne mal in älteren Tagen, wenn sie älter geworden sind, bekommen. Und wir wissen natürlich auch, man kann einiges an Vorsorge machen, aber trotzdem, wenn es dann soweit ist, ist man erstmal ganz verwirrt. Man denkt, oh Gott, was mache ich jetzt? Ist das dramatisch? Man weiß auch noch nicht so richtig, wie dramatisch kann sich so eine Schilddrüsenüberfunktion entwickeln. Und deshalb möchte ich heute mit dir hier ein bisschen darüber sprechen, was ist eine Schilddrüsenüberfunktion überhaupt? Was erwartet uns? Was bedeutet das für unser Zusammenleben mit der Katze? Ja, und damit würde ich gerne einsteigen. Was ist denn überhaupt eine Schilddrüsenüberfunktion und wie entsteht die? Ja, genau. Also du hast absolut recht. Tatsächlich so im höheren Katzenalter, ich würde sagen ab dem Alter von 10 Jahren, ist das gar nicht so eine seltene Erkrankung bei der Katze. Also in Deutschland gibt es sogar auch Daten dazu, aber auch sonst weltweit ist das ja nicht so unterschiedlich. Die Katzen, die über 10 Jahre alt sind, tatsächlich so ungefähr 12% leiden an einer Hyperthyreose. Also ich würde sagen, das ist eine sehr häufige Erkrankung tatsächlich. Und was steckt eigentlich dahinter? Das fragen sich vielleicht viele. Und das ist tatsächlich, auch wenn das erstmal ganz schlimm klingt, aber es ist eine Tumorerkrankung. Zum Glück ist die gutartig. Also bei den allermeisten Katzen steckt ein Adenom dahinter, also so ein gutartiger Tumor. Das bedeutet, wir haben da jetzt keine Streuung oder Metastasen. Also das ist wirklich sehr selten. Und wenn es passiert, ist das eher bei den Katzen, die schon etwas länger an der Erkrankung leiden. Das ist eigentlich ganz interessant tatsächlich, dass diese Tumor, wenn man so sagt, wirklich auch wachsen kann, sogar auch unter Therapie. Und bei Katzen, die schon seit 4, 5, 6 Jahren betroffen sind, tatsächlich kann das auch entarten und da kann es auch zu Streuung kommen. Oder der Tumor wächst einfach in die Gewebe und man kann es zum Beispiel nicht mehr wegoperieren, das muss man sagen. Aber bei den allermeisten Katzen zum Zeitpunkt der Diagnosestellung ist das ein gutartiger Tumor. Und das bedeutet, in der Regel können wir die Erkrankung ganz gut behandeln und vor allem zu Beginn der Therapie auch tatsächlich medikamentös. Genau. Aber es ist ein Tumor, das muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt ist für uns Katzenhalter ja vielleicht der Moment, okay, wir haben vielleicht Verhaltensveränderungen an unserer Katze festgestellt oder wir sind einfach nur ganz artig zur Routineuntersuchung, zur Blutuntersuchung mit unseren Senioren gewesen und jetzt wird festgestellt, der Schilddrüsenwert, das ist der T4-Wert, korrigier mich, wenn das nicht stimmt, der T4-Wert ist das, worauf ihr Tierärzte dann schaut, der ist irgendwie nicht mehr so, wie er sein soll
Und ja, jetzt haben wir die Misere sozusagen. Wir müssen anfangen, unsere Katze irgendwie zu behandeln. Was sind denn neben den Blutwerten, die sich verändern, noch weitere Symptome, mit denen wir rechnen können oder woran wir vielleicht im Alltag schon erkennen können, da tut sich was, da stimmt wahrscheinlich was nicht mit meiner Katze? Genau. Es ist tatsächlich so, wie du schon gesagt hast, bei einigen Katzen ist das erstmal ein Zufallsbefund, weil wir natürlich als Tierärzte gerade, weil die Erkrankung so häufig vorkommt, schon darauf achten, und auf den sogenannten geriatrischen Profilen ist eigentlich diese T4-Messung dabei. Also kann tatsächlich sein, dass man es selber nicht bemerkt hat, und dann geht man zu einer jährlichen Blutuntersuchung, die empfiehlt sich eh bei älteren Katzen, und dann ist plötzlich der T4-Wert erhöht. Und man muss sagen, dass fast immer dieser erhöhte T4-Wert tatsächlich auch mit der Diagnose eine Hyperthyreose oder Schilddrüsenüberfunktion vereinbar ist. Also es gibt super selten Fälle, wo tatsächlich die Katze keine Hyperthyreose hat, aber wenn man den Befund hat, kann man eigentlich schon fast mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen. Es ist so, dass es tatsächlich ziemlich viele Symptome der Hyperthyreose gibt, weil das ist so eine Erkrankung, was viele Körpersysteme betrifft. Und ich finde es ganz spannend, es gibt so eine Studie aus den USA, und die haben sich eine der Leitsymptome der Hyperthyreose angeguckt, und das ist Gewichtsverlust. Also an diesen Symptom leiden wirklich so gut wie alle Katzen. Und die konnten feststellen, dass die Katzen sogar 3 Jahre, bevor überhaupt die Diagnose gestellt wurde, angefangen haben, am Gewicht zu verlieren. Also das finde ich wirklich sehr interessant. Und es ist tatsächlich, glaube ich, auch nicht selten, dass die Katze schon ein bisschen länger Symptome hat. Die sind so ein bisschen, man hat es einfach nicht bemerkt, weil die so ganz langsam am Gewicht verloren hat. Und wie gesagt, sogar 3 Jahre vor der Diagnosestellung kann das schon mal beginnen. Man weiß natürlich jetzt nicht, ob die Katze da schon ein bisschen zu viel T4 für ihr Alter produziert hat. Das wissen wir nicht, aber das konnte man tatsächlich aus den Patientenakten so feststellen. Und sonst weitere Symptome sind zum Beispiel, dass die Katze so aktiver wird. Da freuen sich vielleicht sogar auch manche Besitzer darüber, weil plötzlich die ältere Katze, die viel geschlafen hat, ist wieder etwas jünger geworden. Aber das kann tatsächlich auch ein Zeichen der Hyperthyreose sein. Und die gesteigerte Aktivität, das ist ja, da freut man sich eigentlich darüber. Aber bei manchen Katzen kann tatsächlich das so sein, dass sie wirklich nervös werden, weil diese Schilddrüsenhormone, man kriegt so Herzrasen, das weiß man auch von Menschen, da fühlt man sich einfach nicht so wohl. Und daher tatsächlich diese Nervosität oder sogar, wenn man schon auch sagt, fast wie Aggressivität, die Katze weiß natürlich nicht, was mit ihr passiert, fühlt sich unwohl. Das sind auch so Anzeichen, da könnte es sich um eine Hyperthyreose handeln bei solchen Verhaltensveränderungen. Und dann häufiger haben wir auch noch so Erbrechen, Durchfall kann auftreten, das sind so die Leitsymptome, manche Katzen trinken etwas mehr, also ganz viele Symptome tatsächlich und noch einige, die wir dann erst als Tierärzte feststellen können bei der Untersuchung, die wir dann in der Klinik machen. Jetzt ist es ja so, wenn ich mit meiner Katze lange Zeit zusammenlebe, Katzen verändern sich ja sowieso im Laufe ihres Lebens, genauso wie wir Menschen. Es verändert sich manchmal so ganz minimal auch was am Verhalten, einfach aufgrund des Alters, aufgrund von Gewohnheiten, aufgrund von Lebensumständen. Und es ist wirklich nicht so ganz einfach und eindeutig, die Symptome dann richtig zu deuten. Und mal als kleiner Schwenk von meiner Dolly. Dolly hatte auch eine Schilddrüsenüberfunktion. Und die trat zu dem Zeitpunkt auf, oder sagen wir es mal so, ich habe in dem Moment etwas gemerkt, wo wir sowieso schon in einer Ausnahmesituation gesteckt haben. Dollys Partnerkatze, der Pauli, ist verstorben. Bis zu dem Zeitpunkt war Dolly völlig symptomfrei und alle Blutwerte waren im grünen Bereich und Pauli war gestorben. Und ich habe dann so 6 bis 8 Wochen danach gemerkt, sie war extrem unruhig, sie ist nachts aufgeschreckt, während sie bei uns im Schlafzimmer eigentlich im Körbchen geschlafen hat und fing an zu schreien. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich vorher so noch nie bei ihr gehört habe. Also es war wirklich mehr ein,
ein Grollen, ein Brüllen wie ein kleiner Löwe. Und ich habe mich natürlich gefragt, was ist das? Und dann haben wir das ein paar Tage beobachtet. Ich habe natürlich auch versucht, sie zu beruhigen. Wir haben dann auch versucht, mit Nachtlichtern was zu machen, dass wenn sie nachts wach wird, dass sie dann schneller wieder die Orientierung hat, wo bin ich überhaupt? Aber es hat mir halt keine Ruhe gelassen. Und tatsächlich war dann relativ bald, ich glaube 2 Monate bei der nächsten Blutuntersuchung, war dann der Schilddrüsenwert leicht erhöht. Und wir haben damals mit mehreren Experten beratschlagt, sollen wir schon mit der Therapie starten, also sprich schon Medikamente geben, oder sollen wir noch warten? Und jetzt ist die Vorgeschichte die, wir haben ganz sanft und leise im Hintergrund in den Blutwerten tatsächlich immer schon sehen können, dass der T4-Wert gestiegen ist. Aber ansonsten gab es keine Auswirkungen. Und jetzt durch die Gesamtsituation schien da so der Stein ins Rollen gekommen zu sein. Würdest du empfehlen, aus deiner Sicht und deiner Erfahrung nach, dass es besser ist, möglichst früh mit der Therapie zu starten? Oder gibt es da so einen magischen Moment, den man ausmachen kann? Genau, also das ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich ist das auch gar nicht so selten so, dass man so langsam sieht, der T4-Wert geht nach unten, weil zum Glück viele Tierhalter entscheiden sich auch für diese jährliche Blutuntersuchungen oder sogar für halbjährliche Blutuntersuchungen. Und die sind wirklich extrem sinnvoll, weil vor allem, wenn man damit jetzt schon ein bisschen jüngeren Alter anfangen würde. Also ich meine, es empfiehlt sich sogar ab dem Alter von 7 Jahren, weil man dadurch tatsächlich solche Trends eigentlich sehen kann und so individuelle Referenzbereiche letztendlich erstellen kann. Und wenn man dann sieht, dass dieser Schilddrüsenwert sich über Jahre wirklich schön im Referenzbereich gehalten hat und das dann so langsam hochkommt, ist man ein bisschen aufmerksamer und vielleicht steigert man dann auch die Frequenz der Kontrollen und so weiter und so fort. Und dann kommen noch die Symptome. Letztendlich empfehlen wir die Therapie erst wirklich, wenn die Diagnose sicher steht. Also wenn jetzt der T4-Wert noch im Referenzbereich ist und die Katze jetzt keine Symptome der Hyperthyreose hat, dann würde ich tatsächlich das auch erstmal im Auge behalten, wenn man extrem besorgt ist und man möchte schon wissen, könnte das die Hyperthyreose sein? Vielleicht ältere Katzen haben nämlich generell auch niedrigere T4-Werte. Das bedeutet, ein T4-Wert im oberen Referenzbereich bei einer Katze, die schon etwas älter ist, also 12, 13, 14 Jahre alt, ist eigentlich nicht normal. Das bedeutet, wenn man wirklich schon so sensibilisiert ist und man sagt, ich möchte das eigentlich bei meiner Katze wissen, bevor der Laborwert mir das sagt oder so, weil ich denke, da ist etwas im Busch, dann kann man sagen, es gibt Untersuchungen, die man machen kann, so Funktionstest-Szintigraphie, die wir auch vor Radiotherapie machen, aber die kann man auch so machen, dann können wir natürlich die Diagnose stellen, auch bevor der Laborwert über dem Referenzbereich ist. Aber wie in der Regel denke ich, Szintigraphie. Was ist das für eine Untersuchung? Genau, Ja, also das ist ein Nuklearmedizinverfahren, aber jetzt nichts so Dramatisches, also man muss sich jetzt nicht die strahlende Katze vorstellen oder so. Tatsächlich können das aber leider nicht so viele machen, also wir können das bei uns machen, so eine Szintigraphie. Es ist eine Untersuchung, für die man so eine ganz kurze Sedation braucht, von ungefähr 10, 15 Minuten. Die Katze bekommt Technetium gespritzt, das ist so ein radioaktives Stoff, aber mit sehr kurzer Halbwertzeit. Das bedeutet, nur 12 Stunden danach muss sie in Inhalation sein. Da strahlt sie ein bisschen, obwohl man sieht das der Katze nicht an, also ist keine strahlende Katze in diesem Sinne. Und dann mit so einer speziellen Gamma-Kamera guckt man tatsächlich, wie ist die Funktion der Schilddrüse. Also das ist möglich und das können wir auch anwenden bei Katzen, wo tatsächlich jetzt dieses T4 noch nicht über dem Referenzbereich ist, aber zum Beispiel man schon klinische Symptome hat. Aber labordiagnostisch können wir die Schilddrüsenüberfunktion noch nicht feststellen, weil es gibt solche Katzen tatsächlich, wo T4 noch im oberen Referenzbereich ist, die Katze wirklich schon viele Symptome hat. Man würde die auch gerne behandeln, weil es geht ihr einfach nicht gut, aber man könnte das jetzt letztendlich noch nicht machen anhand von diesem T4-Wert, weil wir haben noch nicht die Bestätigung und in dem Falle kann man tatsächlich diese Szintigraphie machen, wie gesagt, ist kurze Sedation und dann macht man so ein Bild mit dieser Kammerkamera und dann kann man wirklich das hundertprozentig sagen, ist die Katze jetzt schon hyperthyreot oder ist das normale Schilddrüsenfunktion bei der Katze. Und machen wir jetzt nicht so häufig. Was du gesagt hast?
Also TSH-Wert, das ist auch eine gute Sache tatsächlich. Damit kann man die Hyperthyreose nicht diagnostizieren. Aber sagen wir mal so, eine Katze, die hyperthyreot ist, sollte eigentlich nicht messbares TSH haben. Also wenn das T4 im oberen Referenzbereich ist, also unseren Schilddrüsenwert, den wir routinemäßig messen, und dann messen wir noch TSH und das ist nicht messbar, dann könnte die Katze potenziell schon hyperthyreot sein. Aber das können wir noch nicht mit Sicherheit sagen. Also mit der Szintigraphie kann man das schon mit Sicherheit sagen. Also das ist so quasi wie so ein Goldstandard-Test. Also das kann uns sicher sagen, ob die Katze hyperthyreot ist. Aber bei den meisten Katzen brauchen wir das nicht. Weil da ist das eindeutig, T4 ist hoch, die Katze hat Symptome. Da brauchen wir solche komplizierte Verfahren nicht. Das machen wir auch wirklich sehr selten zur Diagnosestellung. Weil das kann man in der Regel anhand von dem T4-Wert machen. Nur wie gesagt, es gibt ab und zu solche fragliche Fälle, wo die Katzen wirklich schon sehr symptomatisch sind, aber der Laborwert ist einfach noch nicht hoch genug, um die Diagnose zu bestätigen. Kann man denn was kaputt machen? Nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Katze, die jetzt noch nicht komplett über den Referenzwert hinausgeschossen ist, weil bei Referenzwerten haben wir ja auch hier im Katzenpodcast in der Vergangenheit gelernt, Referenzwerte sind im Prinzip ja Standardwerte, an denen man sich orientiert. Trotzdem muss man auch den Individualwert des einzelnen Tieres eigentlich, wenn man es richtig machen möchte, noch zugrunde legen. Ja. Wie ist das? Kann ich da, wenn ich jetzt mit einer sehr niedrigen Dosierung mit irgendeinem entsprechenden Medikament starte, kann ich da was kaputt machen? Also wie wäre da die Abfolge? Genau. Also bei sehr starkem Verdacht, ich habe schon gesagt, die älteren Katzen sollten eigentlich kein T4 im oberen Referenzbereich haben. Das bedeutet, wenn man jetzt so einen wirklich verdächtigen Wert schon hat, ist noch nicht über dem Referenzbereich, aber schon oben, plus die Katze hat entsprechende Symptome und ich bin eigentlich überzeugt, diese Katze ist hyperthyreot, dann besteht auch die Möglichkeit, wirklich so niedrig dosiert die Medikamente zu starten, aber das ist wirklich etwas, was der Tierarzt gut abwägen muss, weil das kann schon ein bisschen Folgen haben, im Sinne, es kann zu, wenn die Diagnose doch nicht stimmt, kann es zu einer Schilddrüsenunterfunktion kommen und der Katze könnte es potenziell schlecht gehen, sie könnte apathisch sein, lethargisch, viel schlafen, also das wird nicht häufig gemacht, aber es ist per se auch eine Möglichkeit. Also das kann man schon machen. Es ist nur nicht etwas, was wir regelmäßig anbieten. Da muss wirklich der klinische Verdacht schon sehr stark sein. Ja, da sind wir direkt beim nächsten Thema oder bei meiner nächsten Frage. Es ist ja so, dass die Symptome, wenn wir über Müdigkeit oder eben auch Hyperaktivität sprechen, auch sehr, sehr individuell sind. Wie weit darf ich bei der Dosierung oder sollte ich bei der Dosierung gemeinsam mit meinem Tierarzt oder mit meiner Tierärztin diese individuellen Symptome über den Laborwert stellen oder mich da annähern? Denn das kann ich mir, also das habe ich ja auch bei Dolly so erlebt, wenn der Wert eigentlich okay ist, aber man merkt trotzdem, seiner Katze vom Verhalten hat sich etwas verändert oder negativ verändert an. Wie weit kann ich und darf ich da meiner Beobachtung trauen, um meiner Katze da bestmöglich helfen zu können? Ja, das ist auch eine sehr berechtigte Frage tatsächlich. Und das ist auch ein bisschen schwierig mit der Klinik, weil es ist natürlich so, dass jetzt bei dieser Erkrankung haben wir diese gesteigerte Aktivität. Und es ist manchmal auch wirklich sehr schwierig zu beurteilen, was jetzt die normale Aktivität der Katze ist. Wie sollte sie normale Weise sein. Wir haben natürlich gewisse Richtwerte, wo wir sagen, dass T4 sollte eher im unteren Referenzbereich sein, also so in dem unteren Drittel, sicherlich in der unteren Hälfte. Es ist aber natürlich auch möglich, dass bei der individuellen Katze, wenn jetzt der T4-Wert im unteren Drittel ist, dass es für sie schon zu viel ist. Das ist natürlich dann sehr schwer zu sagen anhand von dem T4-Wert. Wenn man als Besitzer den Verdacht hat, die Katze ist wirklich, gefällt mir nicht, sie ist lethargisch, dann besteht die Möglichkeit, dass man noch diesen TSH-Wert misst. Also das ist, TSH ist das übergeordnete Hormon, also wird im Gehirn in der Hypophyse produziert. Und das bedeutet, wenn wir diese Schilddrüsenhormone, diese T4-Produktion
zu viel runtergefahren haben, obwohl unser Laborwert das noch nicht so sagt, aber es ist doch schon zu viel für die individuelle Katze, dann könnte man tatsächlich sagen, wir machen noch diese TSH-Messung. Und wenn das jetzt dann tatsächlich schon hochgeht, dann muss man sagen, vielleicht muss ich doch an meiner Dosierung etwas reduzieren. Und ein anderer Fall, wo das auch sinnvoll wäre, neben der Lethargie der Katze, sicherlich, da kann man das überlegen, ist auch tatsächlich, wenn die Nierenwerte deutlich steigen. Weil dann könnte das auch schon sein, dass wir zu viel supprimiert haben, also unsere Therapie ist zu stark und wir müssen eigentlich die Dosis reduzieren. Das ist aber immer tatsächlich individuell, aber dieser TSH-Wert tatsächlich kann helfen. Der wird nicht routinemäßig gemessen, muss ich sagen, weil man das in der Regel nicht braucht. Also das ist so. Bei den allermeisten Katzen kann man sich sehr gut nach dem T4 richten und in der Regel geht es dann klinisch besser, aber es gibt tatsächlich individuell Katzen, wo das wirklich helfen kann. Ja, jetzt hast du gerade schon mit der Nierenerkrankung eine weitere dramatische Erkrankung bei den Seniorkatzen angesprochen und wenn wir die Schilddrüsenüberfunktion angucken, kann man ja so sagen, es ist eine systemische Erkrankung, wo einfach viele Sachen mit involviert sind. Wie stark müssen wir, wenn wir die Schilddrüse behandeln, die Nieren, Bluthochdruck und andere Sachen im Körper gleichzeitig mit im Auge haben? Denn häufig ist es ja so, so war es ja auch bei Dolly, sie hatte nicht nur die Schilddrüsenüberfunktion, sie hat auch dann in den letzten Jahren einen Bluthochdruck entwickelt. Die Nieren gingen auch so langsam los. Also man kämpft da wirklich an vielen verschiedenen Fronten und möchte natürlich das Beste für seine Katze machen. Aber das ist eben manchmal gar nicht so einfach. Also in welchem Ausmaß muss ich denn bei der Schilddrüsenüberfunktion jetzt auch meine anderen Organe mit im Auge behalten und da drauf Rücksicht nehmen? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, weil tatsächlich ist das so, dass die Schilddrüsenhormone wirklich eine systemische Wirkung haben. Das bedeutet, es gibt kaum ein Körpersystem, wo diese Hormone jetzt keine Wirkung hätten oder so. Und das nicht nur im Alter, sondern auch bei jüngeren Katzen natürlich. Aber im Alter ist das dann bei der Schilddrüsenüberfunktion natürlich deutlich ausgeprägter. Also was man am allermeisten im Auge behalten muss, ist tatsächlich vor allem das Herz-Kreislauf-System, weil die Schilddrüsenhormone tatsächlich auch so eine Art Verdickung von Herzmuskel, also sowas Ähnliches wie hypertrophe Kardiomyopathie. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber gesprochen habt, aber ist eine sehr häufige Erkrankung der Katzen, also häufige Herzerkrankung. Okay, gut, dann kann ich das nur empfehlen, weil das ist tatsächlich eine häufige Herzerkrankung der Katze. Es kommt zu Verdickung vom Herzmuskel und auch unter der Wirkung von Schilddrüsenhormonen, wenn wir zu viel haben, kann es zu dieser Verdickung vom Herzmuskel kommen. Also da müssen wir drauf achten, weil das ist natürlich für diesen Herzmuskel nicht so gut, wenn er so viel arbeiten muss. Es steigert auch die Herzfrequenz natürlich, ist auch nicht gut, wenn jetzt das Herz so rast und einfach mit so hoher Herzfrequenz die ganze Zeit unterwegs ist. Es kommt zu Blutdrucksteigerung, nicht bei allen Katzen, aber bei einigen. Also das muss man im Auge behalten. Und tatsächlich ist durch die Schilddrüsenüberfunktion auch die Niere belastet, weil diese Schilddrüsenhormone steigern die Filtrationsfunktion der Niere. Also die Niere muss ja diese ganze Abfallprodukte vom Körper filtrieren und durch die Schilddrüsenhormone ist diese Filtration wirklich stark gesteigert. Und auch das ist einer der Probleme, das belastet die Niere. Auf der anderen Seite, wenn wir dann anfangen, die Schilddrüse zu behandeln, dann erst dann sehen wir tatsächlich, was der richtige Zustand der Niere ist, weil den können wir bei Katzen mit Schilddrüsenüberfunktion sehr schlecht einschätzen. Also wenn eine Katze mit Schilddrüsenüberfunktion hohe Nierenwerte hat, dann kann man schon sagen, das ist schlecht, weil das spricht wirklich dafür, dass die Katze eine starke Einschränkung in Nierenfunktion hat. Das ist aber eher selten. Also viel häufiger ist, dass wir erst dann, wenn wir die Schilddrüsenerkrankung behandeln, tatsächlich sehen, wie ist der Ausmaß der Nierenerkrankung, weil die zwei Erkrankungen sind einfach auch wirklich sehr häufig bei älteren Katzen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also alles das hier muss man wirklich im Auge behalten und deswegen sind auch regelmäßige Kontrolluntersuchungen notwendig, auch nachdem man jetzt die Therapie begonnen hat und sogar auch nachdem man die Patienten gut eingestellt hat. Weil zum Beispiel der Blutdruck kann sogar erst nach der Therapie der Schilddrüsenüberfunktion steigern. Das ist interessant, weil das ergibt irgendwie wenig Sinn, aber es ist tatsächlich
sehr gut in der Literatur beschrieben, dass sogar auch Katzen mit normalem Bluthochdruck, wenn die die Therapie für die Schilddrüse bekommen, normalen Blutdruck meine ich, wenn die die Therapie für die Schilddrüse bekommen, geht der Blutdruck nach oben. Und wir wissen nicht, warum das so ist. Aber es kann passieren. Mhm. Aha, okay, spannend. Das habe ich auch noch nicht gehört. Mhm. Ja, also ja. Das ist das, was uns ja so dann große Fragezeichen im Kopf entstehen lässt, weil wir ja im Normalfall uns nicht mit diesen ganzen medizinischen Zusammenhängen allzu sehr beschäftigen. Aber spätestens, wenn die Katze ein gewisses Alter hat, kommen diese ganzen Themen auf. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir dich heute hier haben, um da ein bisschen tiefer zu bohren und unseren Horizont zu erweitern. Und nochmal so als Gedankenstütze, wir haben das mit dem Bluthochdruck auch schon mal in der Vergangenheit besprochen, dass wir den Blutdruck, Hochdruck auch in Schach halten müssen, um die Organe zu schützen. Aber trotzdem, wenn am Ende einer Nierenerkrankung dann quasi die Leistung der Niere sowieso schon ganz, ganz gering geworden ist, dann brauchen wir sozusagen alle Kämpfe an allen Fronten und dann darf und muss der Bluthochdruck auch ein bisschen höher sein. Ist es bei der Schilddrüsenüberfunktion dann auch so? Ist da der höhere Wert dann auch hilfreich, um sozusagen die letzten Kräfte zu mobilisieren? Kann man das so sagen? Also sogar auch bei der Niere ist das nicht unbedingt so, dass wir dann den Bluthochdruck akzeptieren, aber wir wollen nicht zu niedrigen Blutdruck. Ich würde das eher so sagen. Und es gibt gewisse Medikamente, die man bei einer fortgeschrittenen Nierenerkrankung dann nicht mehr einsetzen würde, weil die nicht nur den Blutdruck senken, sondern auch wirklich diese Filtrationsfunktion der Niere. Da muss man schon wirklich sehr vorsichtig sein. Und bei der Schilddrüse ist das tatsächlich so, dass normalerweise wollen wir ja diese Patienten, wie ich schon gesagt habe, von dem T4-Wert irgendwo im unteren Drittel haben oder in der unteren Hälfte. Es ist aber so, dass tatsächlich auch ab und zu Patienten vorkommen, wo die Niere wirklich schon im schlechten Zustand ist und dass wir sogar bei den hyperthyroiden Katzen schon deutlich höhere Nierenwerte sehen. Und in dem Fall sind wir ein bisschen vorsichtig mit der Einstellung der Schilddrüsentherapie. Da wollen wir den T4-Wert zwar nicht erhöht haben und auch nicht unbedingt oben im Referenzbereich, aber eher so in der Mitte. Da wollen wir tatsächlich nicht so ganz tief sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Therapie dann die Niere irgendwie schädigt oder so, das jetzt nicht unbedingt, aber da ist diese Balance wirklich schon sehr schwierig, da kann auch zum Beispiel diese TSH-Messung tatsächlich helfen und die Erfahrung hat gezeigt, da darf man die Schilddrüsenhormone nicht zu tief fahren, weil man braucht die, um diese Filtrationsfunktion zu erhalten, aber auch nicht zu hoch, das dürfen wir nicht, weil das schadet der Niere tatsächlich weiter. Verstehe. Wenn wir uns anschauen, was wir für Medikamente haben, jetzt nicht im Detail, welche konkreten Medikamente, aber ich weiß, es gibt Medikamente in flüssiger Form, es gibt Medikamente in Tablettenform, es gibt Medikamente, die man nur einmal am Tag geben muss, es gibt aber auch Medikamente, die man zweimal täglich geben muss. Und im Zuge dessen müssen wir natürlich als Halter berücksichtigen, was kriegen wir überhaupt problemlos in unsere Katze rein. Also das klassische Thema Medikamentengabe, das wird dann natürlich plötzlich relevant, weil wir auch wissen, diese Medikamentenbehandlung müssen wir bis zum Lebensende fortführen. Da gibt es ja dann nicht den Moment der Heilung, wo alles wieder gut ist. Zumindest nicht, wenn wir jetzt erstmal uns über eine Behandlung mit Medikamenten, wenn wir uns dafür entscheiden. Wie ist das, wie genau muss ich sein, wie variabel darf ich die Zeiten einhalten? Also ich habe mich da auch so ein bisschen reingegroovt. Dolly hat zu Beginn einmal am Tag ihr Medikament bekommen, zu einer festen Uhrzeit, das hat gut geklappt. Und später dann habe ich dann erst gelernt, okay, eigentlich muss man das Medikament zweimal am Tag geben. Und wir haben das dann natürlich sehr strikt im Abstand von 12 Stunden gegeben. Und das hatte Auswirkungen auf meinen Alltag. Und das ist auch etwas, was man vielleicht zu Beginn gar nicht so auf dem Schirm hat, weil jeder Termin, der bei uns Menschen dazukommt, sorgt dafür, dass wir die Termine vielleicht nicht mehr einhalten können. Und ich habe mich in der ganzen Zeit, und es waren immerhin 1,5 Jahre, wo Dolly die Medikamente bekommen hat, also die letzten 1,5 Jahre, habe ich mich oft gefragt, oh Mist, jetzt morgen habe ich einen Termin, ich bin zu der Uhrzeit gar nicht da, wo sie eigentlich das Medikament bekommen müsste, wie weit darf ich davon abweichen zeitlich, ohne dass es irgendwie problematisch für Dolly wird? Und ich habe dann eigentlich immer versucht, sehr frühzeitig den Zeitplan schon ein bisschen umzustellen,
wenn es jetzt größere Zeitabstände waren, damit ich einfach nicht dann so abrupt hin und her hüpfe mit den Medikamenten für Dolly. Aber trotzdem, wie ist denn das? Wie genau muss man das machen? Ja, das ist tatsächlich so, wie du schon gesagt hast, dass es auch Präparate gibt, die man einmal täglich verabreichen muss. Für einige Tierhalter ist das tatsächlich die einzige Möglichkeit, weil die einfach nur einmal täglich die Medikamente verabreichen können. Gerade wenn es zum Beispiel so ist, dass man das sogar zu zweit machen muss oder so. Bei manchen Katzen ist das einfach so. Das ist die Option oder sonst, also die meisten Medikamente tatsächlich muss man zweimal täglich verabreichen. Also es gibt leider nichts, was wir nur alle zwei Tage geben würden oder so. Das haben wir noch nicht. Wie strikt man da sein muss, um die Intervalle einzuhalten. Also klar, wir raten schon dazu, dass das ja um dieselbe Tageszeit dann verabreicht wird. Aber für mich tatsächlich muss ich sagen, wenn man es einhalten kann, dann super. Aber wenn man mal einen Tag hat, wo man tatsächlich erst zwei Stunden später zu Hause ist, dann kann man die Medikamente schon auch ausnahmsweise jetzt zwei Stunden später verabreichen. Also das wäre für mich jetzt tatsächlich kein so großes Problem und sogar kann es manchmal einfach auch sein, dass man wirklich die Medikamente nur einmal täglich gibt, obwohl die Katze das jetzt zweimal täglich bekommen sollte. Also das sollte jetzt keinen langfristigen Einfluss da jetzt haben. Also wenn man das ab und zu machen muss, dann ist das einfach so. Ich muss sagen, das erlauben wir auch bei Katzen, die zum Beispiel Diabetes haben und Insulin bekommen. Da würden vermutlich sich einige auch erschrecken. Das geht gar nicht, muss man genau alle 12 Stunden machen. Aber das ist einfach nicht immer möglich. Und gerade bei der Schilddrüse tatsächlich, ob das jetzt ein, zwei Stunden später ist, wenn man das jetzt nicht jeden Tag halt mal so und dann mal 4 Stunden später und so, das sollte man schon nicht machen. Aber man kann da auch schon ein bisschen entspannter sein. Und wenn das einmal einfach nicht möglich ist, dann passiert auch nicht viel, muss man sagen. Gibt es denn Vorteile zwischen zweimal und einmal täglich? Ich meine mal unabhängig davon, die Medikamente, die man nur einmal täglich geben braucht, die sind ja dafür konzipiert, dass man die auch nur einmal täglich gibt. Aber gibt es trotzdem einen Unterschied, was vielleicht für eine Katze vorteilhafter ist, weil die Medikamente besser verteilt sind? Oder kannst du da was zu sagen? Ja, also tatsächlich in der Wirkung der Medikamente, was diesen Effekt angeht, da gibt es keine Unterschiede. Also das sind einfach nur Präparate, die so gemacht werden, dass die so eine verlangsamte Wirkung haben und deswegen können die einmal täglich verabreicht werden, aber die sind nicht besser oder schlechter als die Medikamente, die zweimal täglich verabreicht werden. Man muss tatsächlich nur, so wie du schon gesagt hast, einfach wissen, ich habe das Medikament, was man zweimal täglich geben muss und dann muss ich das auch zweimal täglich geben, weil sonst ist das nicht ausreichend, weil die Wirkung von diesen Medikamenten, von denen, die man zweimal täglich gibt, ist eigentlich keine 12 Stunden oder so. Also das reicht schon für die Schilddrüse, weil die Medikamente sind ja dann bei der Langzeitgabe auch in der Schilddrüse drin und es ist auch gar kein Problem. Aber man könnte nicht sagen, an zwei Tagen gebe ich das zweimal und alle anderen Tage gebe ich es nur einmal. Also das reicht dann tatsächlich nicht. Aber per se, die Wirkung und die Effektivität aller dieser Medikamente ist letztendlich gleich, genauso wie die Nebenwirkungen. Ja, okay. Zu Nebenwirkungen bzw. zu möglichen Effekten, die wir beobachten können, kommen wir gleich noch. Ich habe noch eine Frage, wenn es um eine, ja vielleicht zu hohe Dosierung kommt. Wie schnell rutscht eine Katze aufgrund einer ja fälschlicherweise zu hohen Dosierung in eine Schilddrüsenunterfunktion? Und wie schnell lässt sich das dann wieder korrigieren, wenn man die Medikamente entsprechend anpasst? Kann man da was zu sagen? Also tatsächlich sehr schnell. Es ist so, dass die Einstellung der Therapie, normalerweise sagen wir mal, wir überprüfen ungefähr 2 bis 3 Wochen, nachdem wir jetzt die gewisse Dosis angefangen haben. Aber die Studien zeigen, dass eigentlich nach einigen Tagen, also nach 7 Tagen, haben wir eigentlich schon die volle Wirkung. Vermutlich schon auch nach 5 Tagen oder so. Also deswegen, man kann schnell sehen, ob man das überdosiert hat und man kann auch schnell sehen, ob man das unterdosiert hat. Auch wenn wir, wie gesagt, normalerweise den Katzen schon die 2, 3 Wochen geben, bis wir da kontrollieren. Okay, verstehe. Sehr spannend. Ja, du hast gerade gesagt, dass das magische Wörtchen Nebenwirkung und wir alle wissen, auch von unseren Menschenprodukten, von unseren Menschenmedikamenten, eigentlich hat jedes Medikament in irgendeiner Form möglicherweise Nebenwirkung für den Einzelnen, für das einzelne Individuum. Und so ist es natürlich auch
bei Katzen, wenn wir ihnen Medikamente zur Schilddrüsenüberfunktion geben. Was kann denn da passieren und was ist denn aus deiner Sicht so typischerweise zu beobachten oder zu erwarten? Also die häufigsten Nebenwirkungen sind tatsächlich vor allem Erbrechen oder Inappetenz, bisschen Übelkeit, vielleicht etwas Durchfall, aber tatsächlich Erbrechen und Inappetenz ist das allerhäufigste. Sogar ist beschrieben bei bis zu 15% der Katzen. Das sind aber in der Regel keine lebensbedrohlichen Nebenwirkungen und sogar reicht vielleicht kurzfristig die Dosis zu reduzieren oder halt das Medikament einzuschleichen langsam. Also in der Regel sind die ganz gut in den Griff zu bekommen, obwohl es tatsächlich auch Katzen gibt, wo auch verschiedene Präparate ausprobiert werden und die Katzen erbrechen nach jeder von diesen Tabletten. Also das ist natürlich möglich, aber tatsächlich diese Magen-Darm, das ist das häufigste. Zum Glück nicht lebensbedrohlich. Was noch vorkommen kann, das ist zwar nicht sehr häufig, aber leider tatsächlich geht das nur weg, wenn man die Medikamente absetzt, sind so dermatologische Nebenwirkungen. Das bedeutet so Juckreiz im Kopfbereich, wo die Katze sich tatsächlich auch die Haut aufkratzt. So wirklich, das kann ganz schlimm aussehen und das kann bei jedem von diesen Medikamenten passieren. Und da muss man die Medikamente absetzen, weil das ist nicht dosisabhängig und das hilft leider auch nicht, die Dosis zu reduzieren. Das geht dann nicht weg. Also da muss man Alternativbehandlungsmöglichkeiten suchen. Und dann gibt es noch Nebenwirkungen, die zum Glück super selten sind, aber die auch potenziell lebensbedrohlich sein können. Zum Beispiel Nebenwirkungen, was so Blutbild angeht, sogar bis zu schweren Anämien. Oder auch Leberwerte können hochgehen, sogar bis zu Gelbsucht und so. Aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr selten. Aber wenn das mal auftritt, man muss einfach dran denken, dass es von diesen Medikamenten kommen könnte tatsächlich. Jetzt haben wir ein Szenario beschrieben. Wir haben eine schilddrüsenerkrankte Katze. Wir möchten ihr Medikamente geben, sie verträgt sie nicht. Also bei Dolly haben wir Glück gehabt, sie hat es ganz gut vertragen. Das einzige Problem, was wir hatten, wenn sie das Medikament auf nüchtern Magen bekommen hat, an den Tagen, wo sie zum Blut abnehmen musste, da musste ich immer so ein bisschen aufpassen, weil das hat nicht so gut geklappt. Da hat sie dann gelegentlich dann tatsächlich erbrochen. Aber ansonsten war alles fein, war alles prima. Aber Dolly hatte grundsätzlich schon, bevor wir mit der Behandlung begonnen haben, auch schon eine Juckreizthematik, die scheinbar saisonal bedingt irgendwie eine Pollenallergie war oder so. Aber das haben ja tatsächlich auch viele Katzen, sodass ich mir vorstellen kann, je nach Schweregrad gibt es dann tatsächlich irgendwann vielleicht die Situation, dass man sagt, okay, es kommt keines der klassischen Medikamente, also weder der Saft noch die Tabletten in Frage. Was können wir da tun? Und ich habe vorab von dir erfahren, dass es auch die Radiojodtherapie gibt. Was versteckt sich hinter diesem Begriff? Es klingt erstmal sehr sehr radioaktiv. Ja, genau. Sehr, sehr strahlend radioaktiv, ganz genau. Genau, so ist das tatsächlich. Aber es ist so, dass in der Humanmedizin die Radiojodtherapie, das wird auch sehr häufig angewandt und das ist letztendlich bei vielen Formen von Schilddrüsenüberfunktion auch die Therapie der Wahl. Und auch bei uns in der Tiermedizin ist das letztendlich, wenn man so sagen möchte, Goldstandard-Therapie. Also das ist, also ich möchte jetzt nicht sagen, die beste Therapie, weil das muss man immer individuell betrachten. Aber für viele Katzen ist das tatsächlich die Therapie der Wahl. Und was passiert bei dieser Radiotherapie? Es ist so, und ich glaube, das wissen auch viele, ist, dass Schilddrüse ist etwas speziell, weil das ist so die Hauptlagerung vom Jod im Körper. Also vielleicht kennt man das von Menschen eher so, diese Jodmangel. Und dann hat man auch hier so einen Kropf oder so. Und das gibt es heutzutage, glaube ich, nicht mehr zum Glück. Aber einfach dieses Jod im Körper wird in der Schilddrüse konzentriert. Und das ist tatsächlich etwas, was man auch gerade bei dieser Radiotherapie verwenden kann, weil man kann der Katze Jod verabreichen. Bei Menschen würde man so eine Kapsel bekommen und die muss man dann halt nur einnehmen und dann ist alles gut. Die Katze würde natürlich keine Kapsel so essen, so zuverlässig, dass wir auch wissen, sie nimmt das auf. Deswegen da müssen wir das Jod spritzen. Und dann wird quasi dieses Jod dann letztendlich aufgenommen, wird dann in der Schilddrüse kumuliert und es kommt dazu, dass das tumoröse Gewebe nimmt dieses Jod auf. Und das Gewebe, was letztendlich nicht verändert ist, aber schläft letztendlich, kann dann
nachdem dieser Tumorgewebe letztendlich zugrunde gegangen ist, kann dann wieder aufwachen, wenn man so sagt. Und die Katze kann ganz normal funktionieren, hat keine Hypertyreose mehr und die Schilddrüsenwerte sind wieder normal. Also das ist eine sehr elegante Methode. Es gibt keinen Schnitt oder so, man muss nichts operieren, sondern das passiert tatsächlich aufgrund der ganz normalen Physiologie im Körper. Und weil nur diese veränderte Gewebe das Jod aufnimmt, das radioaktive Jod, wird nur das veränderte Gewebe zerstört und ja, die normale Schilddrüse kann sich dann wieder aktivieren und funktionieren. Genau. Das klingt erstmal super spannend und super schön, diese Alternative zu haben. Vor allem auch, wenn wir, also es gibt ja nicht nur das Problem Unverträglichkeit der Medikamente. Es kann auch sein, dass man partout keine Medikamente so ohne weiteres in die Katze reinbekommt. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr häufiges Problem. Oder was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, dass der Katzenbesitzer einfach nicht diese Zeitfenster einhalten kann, weil er von der Arbeit irgendwie eingebunden ist oder wie auch immer. Oder weil wir vielleicht eine Freigängerkatze haben, die gar nicht zu festen Zeiten auch zu Hause auftaucht, wo wir die Medikamente geben könnten, selbst wenn das alles klappen würde. Also es gibt verschiedenste Szenarien, wo das tatsächlich eine schöne Option ist. Und wie du das beschrieben hast, klang das jetzt erstmal toll, aber die Radiojodtherapie hat trotzdem auch noch eine zweite Seite der Medaille. Erzähl doch mal, wie das so abläuft, damit wir uns das noch mal ein bisschen besser vorstellen können und auch wer das machen kann, weil das kann ja nicht unsere normale Haustierpraxis, Tierarztpraxis machen, sondern da müssten wir ja schon zu einem Spezialisten, zum Beispiel zu euch, an die Uniklinik kommen. Ja, genau, so ist das tatsächlich. Also die Radiotherapie hat, glaube ich, viele Vorteile einfach. Man muss dann keine Tabletten geben und so weiter. Die Katze ist meistens mit einer Behandlung geheilt, also fast immer eigentlich. Aber es hat auch ein paar Nachteile, die jetzt für mich als Tierarzt ja vielleicht nicht so ganz relevant sind, aber ich glaube für viele Katzenbesitzer schon, weil es ist natürlich ein nuklearmedizinisches Verfahren. Das bedeutet, es gibt ja hier auch gewisse Gesetze, wo wir uns danach halten müssen, und das bedeutet, dass nach so einer Therapie die Katze tatsächlich isoliert werden muss. Also sie darf nicht direkt danach nach Hause. Das ist in der Humanmedizin bei Menschen so ein bisschen andere Lage. Also die gehen vielleicht nicht an dem gleichen Tag nach Hause, aber die müssen jetzt keine 5 oder 7 Tage in der Klinik bleiben. Aber so ist das tatsächlich bei der Katze, weil der Gesetzgeber ist da sehr streng, muss man sagen, einfach um auch die Bevölkerung zu schützen. Und deswegen dürfen solche Katzen nicht direkt nach Hause, sondern bleiben in der Regel so 5 Tage nach der Therapie tatsächlich auf der Isolierstation in der Klinik. Und das ist auch der Grund, warum das tatsächlich nur für stabile Katzen eine Option ist. Das bedeutet, wenn wir eine Katze haben, die wirklich schwer herzkrank ist oder so, wo es zu einer Entgleisung kommen könnte mit dem ganzen Stress oder so, dann können wir tatsächlich auch nicht dazu raten, eine Radiotherapie durchzuführen, weil wir in diesen Isolierbedingungen, da können wir keine Intensivbehandlung machen. Also klar, wir können der Katze Infusion geben oder so. Das ist natürlich schon möglich, aber man kann tatsächlich viele Sachen, die wir normalerweise machen könnten, können wir da gar nicht gewährleisten und auch gar nicht so eine intensive Überwachung, weil der Gesetzgeber erlaubt uns jetzt auch nicht, dass wir 24 Stunden bei den Katzen sind, weil das ist auch für uns natürlich, die wir die Therapie durchführen, auch eine gewisse Strahlung, die wir dann natürlich auf uns nehmen, aber wir sind da natürlich schon sehr vorsichtig, dass wir auch nicht zu viel Strahlenbelastung dann letztendlich haben. Also diese Hospitalisation der Katze nach der Radiotherapie ist, glaube ich, das, was für viele Tierhalter einfach schwierig ist, muss man sagen. Ob das auch für die Katzen schwierig ist, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Die können wir nicht so direkt fragen. In der Regel tatsächlich finden die sogar diese Isolierstation ganz gut, weil wenn die bei uns erstmal ankommen und sind so auf der normalen Katzenstation, dann sind sie nach der Fahrt und so weiter. Viele fahren auch einige Stunden zu uns erstmal gestresst. Und dann nach der Radiotherapie fressen die auch richtig gut und ist alles okay. Aber wir kennen natürlich die Katzen jetzt nicht so wie die Tierbesitzer. Also ich kann jetzt nicht sagen, die Katze ist jetzt bei uns ganz entspannt, weil ich nicht weiß, wie die Katze sonst zu Hause ist. Also
Wir können tatsächlich vor allem beurteilen, frisst sie gut, sieht sie okay aus. Wir dürfen mit denen auch nicht spielen. Also das ist uns nicht erlaubt. Wir müssen diesen Kontakt einschränken. Also das, was das hier angeht, das kann für Besitzer nachteilig sein. Und dann natürlich die Kosten der Radiotherapie. War das schon eine Behandlung ist, die kostenintensiv ist, obwohl man hier sagen muss, dass die Radiotherapie, die Kosten sind ungefähr so, wie wenn man 2 Jahre mit Medikamenten behandelt. Was gerade bei jüngeren Katzen, glaube ich, ist schon tatsächlich auch sinnvoll zu überlegen, ob man nicht lieber in die Radiotherapie investiert, wo man dann auch keine Medikamente mehr geben muss oder so. Also das, glaube ich, ist schon wichtig. Aber ja, diese Isolierstation ist halt da. Ja, also zumal die Lebenserwartung jetzt gerade für eine jüngere Katze wahrscheinlich mit der Radiotherapie wahrscheinlich höher liegen wird, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja. Weil wir wirklich etwas wieder reparieren, wenn man das mal so salopp sagen kann, im Gegensatz zu der Behandlung mit Medikamenten. Also ich habe ja auch in der Situation gesteckt, Dolly war, muss ich mir gerade rechnen, die war ziemlich genau 15 Jahre alt, als sie die Diagnose bekam mit der Schilddrüsenüberfunktion, und die Behandlung hat gut geklappt, Medikamente geben hat gut geklappt, aber natürlich habe ich, als ich dann davon erfahren habe, dass es diese Radiotherapie gibt, auch erstmal überlegt, als ich dann im zweiten Zuge gehört habe, dass die Katze dann für mehrere Tage, und das ist ja auch nach Bundesland, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stimmt das? Also, dass man nicht also, sagen kann, ja? Ich denke, vom Land zu Land ist das auf jeden Fall unterschiedlich. Hier in Deutschland weiß ich nicht, weil tatsächlich sind nur wir das und noch eine andere Klinik, die diese Therapie überhaupt machen kann. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das so unterscheidet. Okay, dann habe ich da ein bisschen was verdreht. Aber es ist auf jeden Fall so, man muss sein Tier in eine ungewisse Situation bringen. Man kann es nur schwer erklären, was da passiert. Und ich habe meine erste Reaktion war auf gar keinen Fall. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt atme mal tief durch, jetzt hör dir das nochmal an, lest dir das nochmal durch. Dann habe ich gedacht, na ja, klingt ja doch ganz spannend. Und man darf halt auch nicht vergessen, wenn dann noch andere Erkrankungen dazukommen, so war es ja bei Dolly dann eben am Ende auch. Man hat dann nicht nur das Schilddrüsenmedikament, man hat dann noch was gegen Bluthochdruck und noch hier und noch da und noch dort, was da alles so passiert. Und es wird eben auch nicht einfacher, die Medikamente in die Katze reinzubekommen, weil es eben auch mehr wird in Summe. Also mehrere Eingabetermine, die man in seinen Kalender eintragen muss, die man managen muss. Ich habe mich trotzdem damals dagegen entschieden, aufgrund des Alters und aufgrund der Tatsache, dass wir direkt schon parallel dazu wieder andere Baustellen dann hatten, die dann dringlicher waren. Wir haben dann eine große Zahn-OP machen lassen. Aber das sind natürlich Sachen, die man sich überlegen muss. Und ja, am Ende ist, glaube ich, jede Katze da sehr, sehr unterschiedlich, wie sie das wegsteckt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung bei mir selbst, aber auch von den ganzen Katzenhaltern, die ich kenne, dass wir Menschen ganz oft das Problem sind, weil wir einfach auch dann durchdrehen und Panik bekommen und Angst haben. Und da muss man sich genau überlegen, wie man das macht und auch wie man mit dem Tier umgeht. Weil es ist natürlich nicht von Vorteil, wenn ich am Rad drehe und aufgeregt bin und fast schon hysterisch werde, wenn ich meine Katze eigentlich ja in eine gute Behandlung abgebe. Und dann ist man dann auch gezwungen, ein bisschen an sich selbst zu arbeiten und an sich selbst, sich selbst so ein bisschen zu beruhigen und Dinge zu tun, damit man dann einen klaren Kopf behält. Du hast gerade gesagt, die Katze muss stabil sein, damit wir diese Radiotherapie machen können. Was wären denn Gegenanzeigen für eine Therapie? Also was wären Situationen, wo du sagen würdest, das kommt häufig vor, da können wir es nicht machen? Also hat es auch eine Altersgrenze, wo du sagen würdest, da würdest du es nicht empfehlen, weil die Katze schon zu alt ist? Oder wenn ich dir jetzt eine rüstige Katzensenorin mit 18 Jahren gebe, die sonst gesund ist, würdest du dann sagen, ach super, ist gar kein Problem, können wir machen? Ja, also Altersgrenze gibt es tatsächlich nicht, solange die Katze sonst fit ist. Also wir hatten schon auch ältere Katzen, also ich glaube 17, 18 Jahre alt haben wir schon durchaus behandelt, wenn die sonst fit waren, weil das ist auch durchaus möglich, dass die Katze
ja, vielleicht noch ein bisschen Arthrosen hat, aber sonst nicht viel was anderes vorliegt. Also das ist keine Kontraindikation. Wir hatten zum Beispiel schon auch Katzen, wo die eine zweite Radiotherapie bekommen haben, weil was man wissen muss, ist tatsächlich, dass wenn die Katze als junge Katze, also relativ junge Katze mit 10 Jahren oder so, Hyperthyreose bekommt, dann ist sie natürlich mit der Radiotherapie geheilt. Aber es kann passieren, egal mit welchem Therapieverfahren, auch nach einer Chirurgie, dass die tatsächlich in einigen Jahren eine neue Hyperthyreose, also das ist kein Therapieversagen, sondern eine neue Hyperthyreose dann entwickelt. Also solche Patienten hatten wir schon und die haben sich sofort für Radiotherapie entschieden. Die haben gesagt, das hat alles so gut geklappt, ich will das wieder machen, ich werde keine Medikamente eingeben. Genau, also Alter ist jetzt keine Diagnose, das kann man machen auf jeden Fall. Was für uns eine Kontraindikation ist, also wo man das nicht machen darf, ist zum Beispiel, wenn die Katze Behandlung braucht, wie 2-mal täglich Insulinspritzen. Weil die dürfen wir da auf der Isolierstation nicht verabreichen, aufgrund möglicher Kontamination mit radioaktivem Material. Also das dürfen wir nicht. Heutzutage zum Glück gibt es ja jetzt diese neue Therapie für Diabetes, also die wird uns dann nicht so stören. Da werdet ihr bestimmt auch noch im Podcast darüber sprechen. Also haben wir schon, über die haben wir schon. Orale Therapie, super, genau. Also deswegen, schon, ja. Das wird auch einfacher sein. Endlich auch Diabetiker können Radiotherapie bekommen. Stimmt, ein interessanter Zusammenhang, ja. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Ja, genau, tatsächlich ist das so. Also wenn man so irgendwelche Spritzentherapie machen muss, dann so eine Katze kann tatsächlich bei uns leider nicht behandelt werden, kann sein, dass in anderen Ländern da andere Regeln sind. Also zum Beispiel in Belgien oder so, das weiß ich tatsächlich nicht. Da müsste man sich erkundigen. Da sind die Katzen vielleicht nicht ausgeschlossen, aber bei uns geht das leider nicht. Und wenn man auch andere intensive Therapien einfach verabreichen müsste oder so, das wäre schon etwas, wo man wirklich sehr vorsichtig sein muss. Und zum Beispiel hatten wir vor ein paar Wochen eine Anfrage, da hatte die Katze eine schwere Atemwegserkrankung. Das haben wir tatsächlich dann auch gesagt, das muss erstmal stabilisiert werden, weil das können wir einfach nicht machen, dass wir dann quasi so eine Katze, die instabil ist, was ihre Atmung angeht, auf der Isolierstation unterbringen, weil da ist keine 24-Stunden-Überwachung, weil das dürfen wir so gar nicht. Also sowas wie eine schwere Lungenerkrankung, schwere Herzerkrankung, das wäre eine Kontraindikation. Und was für uns, das ist per se vielleicht nicht für alle, aber was wir auch nicht empfehlen, ist, wenn eine Katze schon aus im hyperthyroiden Zustand, wo die Schilddrüsenhormone wirklich hoch sind, die Katze wird mit der Schilddrüse diagnostiziert und gleichzeitig dabei aber auch schon erhöhte Nierenwerte hat. Diese Katzen haben schon relativ fortgeschrittene Nierenerkrankung. Da empfehlen wir tatsächlich die Radiotherapie nicht mehr, weil sich das potenziell nicht nur von dem Überleben oder so, das wäre vielleicht für viele Tierbesitzer noch vertretbar oder so, aber da ist diese kleine Risiko von Schilddrüsenunterfunktion nach der Radiobehandlung und das könnte schädlich sein letztendlich für diese Patienten. Und deswegen, da empfehlen wir das tatsächlich nicht, wenn hyperthyreote Katzen auch schon erhöhte Nierenwerte haben. Mhm. Wenn ich mich jetzt entschieden hätte, mit meiner Dolly zur Radiojodtherapie zu euch zu kommen, wie wäre denn da der Ablauf gewesen? Also ich hätte wahrscheinlich erstmal per Telefon Kontakt aufgenommen und hätte nach einem Termin gefragt. Wie geht's denn dann weiter? Genau, also wir sind natürlich immer ganz froh, wenn wir schon ganz viele Informationen vorab haben. Deswegen haben wir auch so eine Art Anamnesebogen, wo wir schon ganz viele Sachen nachfragen tatsächlich, die für uns auch später dann relevant sind. Weil es gibt auch ein paar Sachen, die man wissen muss, zum Beispiel bei Freigängerkatzen kann man auch Radiotherapie machen, aber nach der Radiotherapie sollten diese Katzen tatsächlich keinen Freigang haben. Also das muss man dann tatsächlich auch überlegen, wie man das macht, ob die Katze auf dem Balkon. Gar nicht mehr? Oder nur unmittelbar also danach? Also nur unmittelbar danach. Ah, okay. Also die ersten 4 Wochen schon nach der Therapie. Das ist tatsächlich, weil natürlich die Katzen in deren Ausscheidungen auch das Jod ausscheiden. Das ist natürlich super wenig. Allerdings möchte das niemand auf sich nehmen und da ist auch die Gesetzgebung schon sehr streng, weil klar, wie kann man dann sicher sagen, dass meine Katze geht nicht auf Kinderspielplatz und deswegen diese 4 Wochen nach der Radiotherapie müsste so eine Katze drin bleiben. Ich meine, das kann man in der Regel arrangieren, dann ist sie, wie gesagt,
irgendwo auf dem Balkon oder im eigenen abgezäunten Garten oder wie auch immer, das kann man schon machen, aber das sind so Sachen, die wir tatsächlich wissen wollen. Und zum Beispiel auch Kontakt mit Kindern oder Schwangeren ist nicht erlaubt in den 4 Wochen nach der Radiotherapie. Also da muss man tatsächlich gucken, dass man das quasi schon vorher regelt, bevor die Katze zu uns gekommen ist, sollte da jetzt zum Beispiel kleine Kinder oder so im Haushalt sein. Also da, das muss man vorher besprechen. Also diese Informationen wollen wir natürlich schon vorher wissen. Und dann ist das bei uns so, dass wir die Katzen, also bei uns machen wir die Radiotherapie am Donnerstag. Wir nehmen die Katzen aber tatsächlich schon am Dienstag auf, weil wir wollen noch ein paar Blutuntersuchungen machen, Urinuntersuchung, Blutdruck. Manchmal ist auch notwendig, eine kardiologische Untersuchung zu machen. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob wir da Befunde haben. Dann haben die Katzen noch so einen Tag, sich einzuleben, wo die so ein bisschen runterkommen. Und erst dann am Donnerstag tatsächlich wird die Radiotherapie gemacht. Und dann nach dem Wochenende machen wir so 2 Messungen, wie viel Radioaktivität ist noch drin. Und abhängig von diesen Messungen können wir dann entscheiden, da haben wir so eine komplizierte Berechnungsformel, können wir dann entscheiden, wann die Katze nach Hause geht. Aber die meisten, also Katzen, die tatsächlich nicht sehr lange hyperthyreot sind und nicht sehr viel Jod bekommen, können dann schon so am Dienstag oder am Mittwoch nach Hause gehen. Und wie ist das mit Futter und Schnuffeldecken und was Katze sonst noch so braucht? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das? Wie gehen die da zur Toilette bei euch? Haben die da, sind die da in einzelnen Boxen beim Tierarzt, wenn man sie quasi nach der Narkose vielleicht noch da aufwachen lässt, dann sind die auch meistens in so einzelnen Boxen. Wie muss ich mir das vorstellen? Die Boxen bei uns sind natürlich deutlich größer, weil die Katze da ja quasi vom Donnerstag bis zum nächsten Dienstag oder Mittwoch oder so in der Regel ist. Das bedeutet, das ist so eine Box wie, wenn man so diese Boxen beim Tierarzt hat für große Hunde oder so. Das weißt du vermutlich so. Das sind wirklich große Boxen oder so. Da hat die Katze auch so einen Kratzbaum. Da hat sie auch so Rückzugsmöglichkeit einfach. Und auch Decken von uns. Aber da dürfen die Besitzer schon auch deren eigenen Decken mitgeben, wenn die das möchten. Oder manche zum Beispiel geben ein T-Shirt mit oder so, dass die Katze quasi so ein bisschen das Gefühl hat, was von zu Hause zu haben. Oder wir hatten zum Beispiel jemanden, der hat so so ein Katzenbrunnen mitgegeben oder so. Also das ist alles bei uns erlaubt. Da muss man nur sagen, wenn wir das dann dem Besitzer zurückgeben möchten, müssen wir das freimessen. Das bedeutet, im schlimmsten Fall könnte tatsächlich passieren, dass das noch kontaminiert ist, weil die Katze vielleicht drauf gepinkelt hat oder so. Ich meine, passiert nicht häufig, aber könnte sein. In dem Fall können wir das nicht direkt mitgeben, sondern es muss erstmal abstrahlen und wir können das erst später freimessen. Dann muss man das halt später abholen. Aber ich glaube, da wartet man gerne. Hauptsache, man kann dem geliebten Katzenkind irgendein Anker mitgeben, damit sie sich nicht ganz und gar verlassen fühlt, wenn sie da bei euch sitzt und wartet, bis es wieder ab nach Hause geht. Also, und wie ist es mit der Fütterung? Gibt man das Futter, was sie zu Hause bekommt, mit? Und wie wird das da bei euch gemanagt? Schiebt ihr das wie, ich sag mal ganz böse, wie bei Pippi Langstrumpf im Gefängnis unter der Tür durch, unter den Gitterstäben durch? Oder wie macht ihr das da? Nee, also so schlimm ist das tatsächlich nicht, aber also man darf eigenes Futter bringen, weil häufig sind die Katzen an irgendwas gewohnt und vielleicht haben wir das nicht in der Klinik. Also man darf das bringen und dann füttern wir das auch den Katzen, muss man aber auch nicht. Viele sagen, ich füttere ganz normal Sheba und das haben wir natürlich in der Klinik, dann bekommt die Katze das auch, das ist auch unproblematisch. Wir haben auch verschiedene Futtersorten, aber ist kein Problem, dann kann jede Katze ihr eigenes Futter bekommen und wir dürfen schon natürlich zu den Katzen auch gehen, weil wir reinigen auch die Toilette. Wir dürfen nur tatsächlich die Katzen nicht streicheln. Also das ist uns nicht erlaubt, weil wir müssen diesen engen Kontakt vermeiden. Also wir versuchen schon ein bisschen den Abstand zu halten. Ich weiß, das klingt so schlimm, aber tatsächlich ist es uns einfach nicht erlaubt, die Katzen zu streicheln, auch wenn man das manchmal schon gerne machen würde. Und einer der Gründe ist tatsächlich auch nicht nur so diese unmittelbare Strahlung, aber tatsächlich, wenn eine Katze in so einer Umgebung ist, die sie nicht so gut kennt und im schlimmsten Fall könnte sie einen von unserem Pflegepersonal dann kratzen oder so, dann haben wir ein bisschen Probleme mit dem Strahlenschutz. Also deswegen sind wir da eher vorsichtig und ich muss das ehrlich zugeben, also streicheln oder spielen, das dürfen wir tatsächlich nicht machen. Aber wir gehen regelmäßig zu den Katzen und kontrollieren die, aber wir können uns da jetzt nicht lange aufhalten.
Das dürfen wir einfach nicht. Grundsätzlich Medikamente, wenn die Katze Medikamente braucht. Wir haben ja gerade gesagt, also eine Diabetikerkatze, die gespritzt werden müsste, das ginge zum Beispiel nicht. Gibt es denn sonst Medikamente, die gegeben werden können währenddessen? Oder ist das per se ein Ausschlusskriterium? Nein, Medikamente können gegeben werden. Da geben wir das einfach ins Futter. Also zum Beispiel in diese Katzensticks oder so. Das ist kein Problem, wenn die Katze das so gewohnt ist, das zu essen. Und wir gucken natürlich auch, ob die Katze das gefressen hat. Aber wir dürfen der Katze die Medikamente nicht zwangs eingeben. Okay. Es gibt Medikamente, die man zum Beispiel intravenös spritzen kann oder so. Also das ist uns per se erlaubt. Wir versuchen schon, da jetzt keine Infusionen zu machen, weil einfach auch die Katze möchte nicht unbedingt da einen Schlauch im Bein haben oder so. Aber sollte irgendwas sein, wo man sagt, sie muss jetzt eine Infusion bekommen oder Medikamente gegen Übelkeit über den Venenzugang, das dürfen wir schon machen. Also das ist auf alle Fälle möglich. Aber Zwangseingabe geht nicht, weil das wäre quasi eine Gefahr dann letztendlich für uns. Okay, sehr schön, vielen Dank. Jetzt habe ich schon mal für mich und auch für unsere Zuhörer ein besseres Bild davon, was wirklich dann so bei euch passiert. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich dich aber noch zwei, drei andere Sachen fragen, die vielleicht nicht ganz so schön sind, aber man macht sich natürlich Gedanken. Wie ist die Lebenserwartung bei einer betroffenen Katze, wenn wir jetzt keine Radiojodtherapie machen, also ganz klassisch, wenn wir die einfach nur behandeln? Und woran stirbt die Katze dann eigentlich am Ende? Also wenn es ein natürlicher Tod wäre, der aufgrund der Schilddrüsenüberfunktion passiert. Also was ist da so der Ablauf klassischerweise oder häufiger? Also tatsächlich haben Studien gezeigt, dass Katzen, die mit Radiojodtherapie behandelt werden, leben länger als die mit nur Medikamenten behandelt werden. Mit Medikamenten tatsächlich sagt man da so ungefähr 2 Jahre. Das ist aber auch alles individuell. Manchmal kommen zu uns auch Katzen zur Radiojodtherapie, die schon seit 4 Jahren hyperthyreot sind und irgendwann mal wirken die Medikamente einfach nicht mehr. Das ist eher das Problem. Und dann kommen auch die Symptome der Hyperthyreose zurück. Und was vor allem Probleme machen kann, ist das Herz. Also es kann tatsächlich zum Herzversagen kommen, aufgrund von, wie ich schon gesagt habe, diese Verdickung vom Herzmuskel. Irgendwann mal kommt es dann auch zu Erweiterung der Vorhöfe und es kann zu Lungenödem kommen, also so Wasser auf der Lunge, so Rückstau, Herzversagen. Mhm. Oder es kann zu schlimmen Herzrhythmusstörungen kommen. Und dann sogar auch zu plötzlichem Tod aufgrund von dieser Herzrhythmusstörung. Das ist zwar nicht sehr häufig, aber es kann tatsächlich passieren. Wenn man zum Beispiel jetzt den Blutdruck nicht in den Griff bekommen würde, das habt ihr vermutlich schon auch mal besprochen, und bei den hyperthyreoten Katzen ist das auch sehr ähnlich. Die Auswirkungen sind dann natürlich auf die Niere, aber auch auf die Augen und zentrales Nervensystem. Also da kann es sogar zu Einblutungen kommen und die Katze kann erblinden bei unkontrolliertem Bluthochdruck. Also das ist tatsächlich sehr unschön, muss man sagen. Genau, also aber letztendlich das Herz ist tatsächlich problematisch. Wenn die Hyperthyreose nicht kontrolliert ist über längeren Zeitraum, dann kommt es zu Kachexie, also wirklich die Katze ist nur Haut und Knochen, einfach aufgrund von diesem gesteigerten Stoffwechsel. Und natürlich auch die Nieren werden dann irgendwann mal geschädigt durch diese Auswirkung der Schilddrüsenhormone. Also die Katze muss jetzt dann nicht unbedingt nur aufgrund ihrer Hyperthyreose als solche sterben, sondern quasi diese Folgeerkrankungen. Oder ja, natürlich können die Katzen auch andere Erkrankungen entwickeln und versterben aufgrund von anderen Erkrankungen. Aber dieser Herzkreislauf, das ist tatsächlich vermutlich das, was am meisten Probleme macht. Und je länger die Hyperthyreose besteht und je länger die unbehandelt ist, so mehr Probleme kann man da tatsächlich bekommen. Ist das denn so, wenn ich jetzt eine noch junge Katze habe, die eine Schilddrüsenüberfunktion entwickelt hat und die mit Medikamenten behandle, ist da die Lebenserwartung, ich sage jetzt mal, also ich finde 2 Jahre unfassbar kurz, so als Faustregel, als Standardwert. Ist das bei jüngeren Katzen auch so zu sehen, dass dann 2 Jahre so die Lebenserwartung sind, die die Katze noch hat? Also man muss sagen, das sind auch alles schon etwas ältere Studien. Das bedeutet, die Katzen können heutzutage auch deutlich länger
leben. Also das sind wirklich schon ältere Untersuchungen und das hängt wirklich stark von dem Alter der Katze ab. Und es gibt auch viele Katzen, die auch nach 4 Jahren extrem gut auf die Medikamente ansprechen. Also das ist jetzt nicht so die Faustregel, das ist nur tatsächlich die Literatur und auch unsere Erfahrung zeigt, dass je länger die Hyperthyreose besteht, so höhere Dosis der Medikamente braucht man dann und es kann passieren, dass die dann einfach irgendwann nicht wirken oder bei höherer Dosierung der Medikamente kommt es zu starken Nebenwirkungen und man dann quasi die Medikamente einfach nicht mehr verträgt. Das ist tatsächlich möglich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn eine Katze mit 10 Jahren diagnostiziert ist, dass sie nur 2 Jahre Leben hat oder so. Das hängt tatsächlich davon ab, wie gut die Hyperthyreose kontrolliert ist und ob sie andere Erkrankungen entwickelt. Weil Hyperthyreose ist jetzt nicht so eine Erkrankung, wo, wenn ich jetzt am Montag diagnostiziere, wenn ich am Mittwoch noch nicht behandelt habe, dass wirklich so viel passiert oder so. Also das ist jetzt keine Notfallbehandlung oder so. Da muss man einfach langfristig den Patienten kontrollieren. Und das ist auch eine Erkrankung, wo man wirklich vor allem auch die Lebensqualität mitbeurteilen muss bei der Therapie. Und damit beschäftigen wir uns sehr viel tatsächlich bei uns und haben auch so einen Fragebogen für die Beurteilung der Lebensqualität entwickelt und haben uns quasi auch angeguckt, wie sich die Lebensqualität unterscheidet bei Katzen, die mit zum Beispiel jetzt so den ganz normalen Medikamenten behandelt werden und mit Radiojodtherapie. Also chirurgische Fälle hatten wir zu wenig, also dazu können wir gar nichts sagen, aber tatsächlich die Katzen, die mit Radiojodtherapie behandelt waren, hatten eine bessere Lebensqualität in unserer Untersuchung. Das fand ich tatsächlich ganz spannend. Wir haben aber auch viele andere Faktoren untersucht, zum Beispiel, wie du schon auch gesagt hast, die Persönlichkeit des Besitzers. Was für eine Auswirkung das hat auf die Beurteilung der Lebensqualität. Und das hat tatsächlich eine Auswirkung und das war auch jetzt nicht überraschend. Also das sind viele Faktoren natürlich und wir analysieren auch noch unsere Resultate. Aber wie gesagt, die Beurteilung der Lebensqualität ist wirklich extrem wichtig einfach bei, nicht nur bei Hyperthyreose, aber bei vielen solchen chronischen Erkrankungen. Ja, und ich glaube auch, dass die Lebensqualität der Katze natürlich auch mit der Lebensqualität der Katzenbesitzer sehr eng zusammenhängt. Weil wenn ich so an die letzten Monate und Jahre mit Dolly denke, ich merke es jetzt, also Dolly ist jetzt seit 2 Monaten Pi mal Daumen nicht mehr bei uns. Und mal unabhängig davon, dass es eine schwere Zeit ist für mich und ich natürlich auch wahnsinnig traurig bin, merke ich jetzt erst, was es doch für eine Belastung war, diese permanenten Medikamentengabe, Zeitfenster einzuhalten, dass man quasi nicht mehr so frei schalten und walten kann, wie es normalerweise der Fall ist. Das heißt, abends essen gehen mit Freunden, ja, aber sofort im Hinterkopf, okay, wie mache ich das mit der Medizin für meine Katze? Man muss unter Umständen zwischendurch schon mal nach Hause gehen. Man macht sich natürlich auch mehr Sorgen. Man hat permanent mit Medikamenten und so Sachen zu tun. Und das trübt den Alltag schon ein kleines bisschen, auch wenn man das natürlich hinbekommen kann. Aber das muss man vielleicht auch dann noch mal mit in die Waagschale werfen. Ich bin extrem begeistert, liebe Katharina. Das war eine wunderschöne Podcast-Folge mit dir zusammen. Vielen lieben Dank. Hast du zum Abschied an diese Folge noch oder zum Ende dieser Folge noch einen Herzenswunsch an unsere Katzenhalter, an unsere Katzenbesitzer, was du denen vielleicht in Bezug auf die Schilddrüsenüberfunktion mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also eigentlich wollte ich vor allem sagen, dass jetzt nicht nur in Bezug auf die Schilddrüse, aber generell, ich weiß, das ist alles sehr stressig, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich hatte auch eine Katze, die sehr viele Medikamente gebraucht hat und auch Hund, der krank war und vieles gebraucht hat, aber man muss sagen, man kann nur sein Bestes tun und ich bin sicher, dass viele Leute, die jetzt quasi auch bei dem Podcast zuhören, wirklich extrem engagiert sind und in vielen Fällen kann man auch tatsächlich auch ein bisschen entspannen, weil gerade bei diesen Medikamenten oder so, ja, ob das jetzt 1 Stunde früher oder später ist, also das geht, das ist nicht so schlimm. Und ich denke, das Allerwichtigste ist tatsächlich vor allem auch die Beurteilung der Lebensqualität von der Katze oder aber auch von dem Besitzer, das muss man ganz ehrlich sagen. Und man sollte einfach, wenn es irgendwie geht, versuchen, einfach auch diese gute Beziehung zu der Katze
so zu behaupten, wie das einfach nur geht, dass man nicht nur quasi eine kranke Katze hat, sondern wirklich einfach möglichst die Zeit zusammen auch genießt. Und heutzutage gibt es so viele Therapieoptionen, dass man, denke ich, schon für jeden etwas findet. Und ja, also ich wünsche vor allem ja tatsächlich einfach gute Zeit mit den Katzen und die nicht nur unbedingt als Patienten zu sehen, sondern als unsere Begleiter und unsere Freunde. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war wirklich extrem interessant und spannend und ich bin ganz sicher, dass wir ganz vielen Katzenbesitzern mit dieser Podcast-Folge ein bisschen ja die Angst nehmen konnten, auch mal ein paar neue Blickwinkel mit auf den Weg geben konnten, wie sie mit ihren Katzen mit Schilddrüsenüberfunktion umgehen können, was es für Therapiemöglichkeiten hat. Gibt. Du hast uns da wirklich viele, viele tolle Einblicke gegeben. Vielen lieben Dank. Ja, und an alle anderen, die jetzt zuhören, kann ich nur sagen, schaut mal im Pet-Kompetenz-Club vorbei unter www.katzen-podcast.de/club. Könnt ihr euch kostenlos registrieren und könnt auf viele kostenfreie Experteninhalte zugreifen, Online-Kurse, Expertenvideos und ihr habt auch eine sensationelle, mittlerweile sehr, sehr umfangreiche Miau-Mediathek, wo ihr auch nach Schlagworten und Themen unsere Podcast-Folgen durchsuchen könnt und so vielleicht das Thema findet, wo ihr schon ganz lange sucht und ja, vielleicht ein bisschen Input gebrauchen könntet. Ich danke euch fürs Zuhören, dir nochmal lieben Dank, Katharina, für deine Zeit und sage bis bald. Tschüss! Vielen Dank, tschüss! Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Und jetzt aus die Maus!